Anfangs wusste ich nicht, wie es ist. Ich dachte, er gehört nur mir. Sie dachte, er gehöre ihr. Manche Beamte fragen mich, warum? Warum eine so große Familie? Warum zwei Ehefrauen? Ich wollte mich scheiden lassen. Wir sind heute zu Besuch bei Familie Al-Hamid. Herr Al-Hamid ist in Syrien offiziell mit zwei Ehefrauen verheiratet, denn nach islamischem Recht und auch per Gesetz ist das erlaubt. In Deutschland gilt aber die Vielehe nicht. Es ist nicht erlaubt, zwei Ehefrauen zu haben. Deshalb ist sie seine Ehefrau und sie ist seine Freundin hier in Deutschland. Das Gesetz ist nun mal halt so hier. Mich würde es interessieren, wie ist der Alltag von Familie Al-Hamid? In Syrien heiraten viele Männer mehrere Frauen. Bei mir liegt es vielleicht in der Familie. Mein Großvater hatte vier Frauen, mein Vater drei. Mein kleiner Bruder hat zwei, genau wie ich. Seit ich verheiratet bin, schlafe ich einen Tag hier und einen Tag dort. Was sagen Deutsche dazu, dass sie zwei Ehefrauen haben? Manche sagen mir, du bist ein starker Mann, ich komme nicht mal mit einer Frau klar. Andere finden es okay. Manche Beamte sagen, warum? Warum eine so große Familie? Warum zwei Ehefrauen? Hier ist sowas unmöglich. Ich habe dann gesagt, dass es in Syrien normal ist. Er sagte, hier ist es nicht normal. In Deutschland ist die Vielehe verboten. Die Zweitfrauen haben dennoch in einigen Bereichen Rechte, zum Beispiel im Erbrecht und bei der Witwenrente. Keine Vorteile haben sie im Ausländerrecht. Wie viele Männer mit mehreren Ehefrauen in Deutschland leben, ist unbekannt. Vielehen werden nicht statistisch erfasst. Was wurde Ihnen in der Ausländerbehörde gesagt? Seit meine zweite Ehefrau hier ist, ist alles schwieriger geworden. Einmal sagte ein Beamter hier im Landkreis zu mir, wenn ich könnte, würde ich dich nach Syrien abschieben. Ich habe eine Aufenthaltsgenehmigung, Ahmad und seine Ehefrau aber nicht. Das stört mich. Wir haben nicht das gleiche Schicksal. Was ist, wenn sie hier nicht bleiben dürfen? Stell dir vor, sie werden abgeschoben und ich bleibe hier. Das ist schwer. Wie haben Sie reagiert, als Ahmad gesagt hat, dass er eine zweite Frau heiraten will? Ich wollte mich scheiden lassen. Ich bin wegen meines Kindes geblieben. Ich wollte nicht, dass es ohne Vater aufwächst. Wie war es für Sie? Ich wusste es nicht, wie es ist und was mich erwartet. Manchmal frage ich Gott, warum hast du die Vielehe erlaubt, obwohl sie die Frauen so verletzt? Aber dann sage ich mir, dass Gott am besten weiß, was er macht. Meine Religion erlaubt mir das, der Frau ist es aber verboten. In diesem Fall gibt es keine Gleichberechtigung. Für mich ist es in Ordnung, solange er uns gleich behandelt. Für uns im Islam ist das normal. Wir müssen es akzeptieren. Würden Sie ihn wieder heiraten? Nein, wahrscheinlich nicht. Warum? Jede Frau wünscht sich, dass der Ehemann nur ihr gehört. Aber Ahmad behandelt uns gut. Herr Al-Hamid hat sich entschieden, heute bei seiner Ehefrau zu schlafen. Deshalb machen sie sich auf den Weg zu ihrer Wohnung. Die Freundin bleibt in ihrer eigenen Wohnung. Für mich ist das total ungewohnt und komisch. Aber scheinbar funktioniert das bei Familie Al-Hamid, die Vielehe. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, dass die Vielehe in Deutschland verboten ist. Denn die Vielehe und die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau passen meiner Meinung nach nicht zusammen.